Hallo und herzlich willkommen bei Was tut mir gut? In dem heutigen Video zeige ich dir ein paar Beckenrumpfübungen mit dem Gymnastikball. Es werden relativ viele Übungen im Stütz dabei sein. Das Video ist jetzt so aufgebaut, dass ich dir die Übung einfach zeige und erkläre und du sie dann selbstständig für dich umsetzt. Als erstes möchte ich dir gleich ein paar Varianten zeigen, wie du im Stütz Übungen durchführen kannst. Wir werden mit dem leichteren beginnen und es dann langsam steigern und schwieriger werden lassen. Wenn du in den Stütz kommen möchtest mit dem Ball, ist es am besten, wenn du viel Platz vor dir hast. Du gehst in die tiefe, breite Hocke, hast den Ball so zwischen den Beinen und legst dich dann richtig mit dem Bauch auf den Ball und rollst langsam nach vorne und Schritt für Schritt mit den Händen gehst du dann weiter. Bei der Übung achte, dass der Ball ungefähr unter deinen Knien ist oder unter deinen Oberschenkeln. Je weiter vor du gehst, das heißt, wenn der Ball dann nur mehr auf den Unterschenkeln ist, wird es instabiler und auch schwieriger. Richte das für dich so ein, wie es gut geht. Wenn du dich in der Stützposition zurechtgefunden hast, dann versuche mal den Ball so ein bisschen zur Seite zu rollen und einmal zu schauen, ob du ein Bein hochheben kannst. Wenn das gut funktioniert, kannst du auch probieren, das Bein einmal zur Seite zu strecken. Dabei musst du den Ball immer wieder mal ein bisschen zur Seite rollen. Wenn diese beiden Sachen gut funktionieren, dann kannst du auch die Schere probieren. Bei der Schere hebst du ein Bein hoch, drehst das ganze Becken zur Seite und öffnest deine Beine wie eine Schere. Gehst langsam zurück. Das ist wichtig, dass man sich nicht zurückfallen lässt und drehst dich dann zur anderen Seite auf. Wenn du das jetzt nicht sofort so zusammenbringst, dann beginne mal ein Bein abzuheben und nur ein bisschen zu drehen, dass du einfach ein Gefühl dafür bekommst, wie du den Ball kontrollieren und bewegen kannst in dieser Position. Und wenn es besser wird, gehst du dann weiter. Du kannst mit dem Ball natürlich auch ganz normale Liegestütze machen. Je weiter vorne du bist, umso schwieriger wird es. Oder es gibt auch die Variante, wo du mit den Händen auf den Ball stützt. In die Brettposition und dann einmal versuchen, ein bisschen tief zu gehen und wieder hoch oder auch einfach nur zu halten. Du merkst, es ist schon gut anstrengend. Du kannst auch aus der sitzenden Position starten, wanderst mit den Füßen langsam nach vor, bis du auf den Ball zu liegen kommst und bewegst dann dein Becken langsam tief und wieder hoch, um deine Gesäßmuskulatur zu kräftigen. Um dich wieder aufzurichten, gehst du einfach wieder ein paar Schritte zurück und bist schon wieder im Sitzen. Aus der gleichen Position heraus kannst du auch deine Bauchmuskeln trainieren. Du gehst wieder ein paar Schritte vor, bis du auf dem Ball zu liegen kommst. Nimmst zurück deine Hände am Hinterkopf und kannst in dieser Position schöne Crunches durchführen. Und zum Aufrichten wieder langsam zurückwandern, bis du wieder im Sitzen bist. Genauso kannst du ganz super deine Rückenmuskulatur kräftigen, indem du dich auf den Bauch am Ball legst, das heißt deine Füße stützen am Boden, dein Bauch liegt auf dem Ball, du
kannst die Hände wieder im Hinterkopf nehmen und hebst den Oberkörper hoch und wieder tief. Falls du mit den Füßen wegrutscht, nimm dir eine Matte auf alle Fälle dazu. Und aus dieser Position heraus kannst du auch alle Hantelübungen durchführen, die dir einfallen. Du kannst Flies machen oder auch die Arme aus einer U-Haltung vor- und zurücknehmen. Das kannst du symmetrisch machen. Es ist aber auch gut, wenn du das asymmetrisch übst, weil dein Rumpf anders arbeiten muss, wenn du nur einen Arm vorstreckst, als wenn du beide gemeinsam nach vorne nimmst. Probier es einfach aus und spür auch den Unterschied, was deine Rücken- und was deine Bauchmuskeln dabei machen müssen. Für die letzte Übung, die ich euch zeigen möchte, hast du deine Beine auf dem Ball. Du spannst gut dein Gesäß an, deinen Unterbauch an und hebst einmal dein Becken hoch. Die Arme können seitlich am Körper liegen oder wenn du gute Körperspannung hast und ein gutes Gleichgewicht, kannst du dann auch die Arme mal abheben und einfach hier halten. Und hier gibt es dann die Möglichkeit, entweder Haltearbeit zu leisten oder auch dynamisch zu trainieren, indem du tief und wieder hoch gehst. Das kannst du beidbeinig machen oder natürlich auch nur einbeinig. Oder du kannst auch immer wieder ein Bein im Wechsel abheben. Und genauso kannst du in der Position mit dem Bein, das du abhebst, zum Beispiel dann auch wiederum Bewegungen durchführen, um dich selbst ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen und deine Beckenmuskulatur mehr zu fordern. Viel Erfolg beim Üben mit deinem Gymnastikball. Sei am Anfang ein bisschen vorsichtig, weil man ganz leicht einmal umkippt, weil man noch nicht so geübt ist. Taste dich langsam heran und wenn du Fragen dazu hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar.